So, Freunde, heute ist der 11. Dezember und der 3. Advent. Wir schauen mal, was im Adventskalender ist. So, Freunde, also tatsächlich haben wir jetzt im Adventskalender das 5,0 Originalpilz, auch als die schwarze Dose bekannt, gezogen. Also ich glaube es echt nicht, was da stellenweise Zeug drin ist. Einerseits Sachen, die man hier überhaupt in Deutschland gar nicht kriegt, und dann wieder so das Zeug, was man an jeder Tankstelle kriegt und das auch jeder kennt. Um das hier mal vorzulesen: ein richtig gutes Bier, fein herb im Geschmack, mit besten Zutaten nach deutschem Weihnachtsgebot gebraut, für euren Genuss und Durst hergestellt. Schöner Satz. Genuss und Durst ist wichtig. In schwarz-weiße Dose abgefüllt, und weil es einfach gut ist, kommt es ohne Werbung aus. So einfach, so lecker. Bier und gut. Prost auf euch. Schöner Schlusssatz. Also gefällt mir gut eigentlich die Beschreibung an sich. Es ist inzwischen eigentlich ein offenes Geheimnis oder überhaupt kein Geheimnis, weiß ich nicht, dass die 5,0 Biervertriebs GmbH in Braunschweig selbstverständlich die Oettinger Brauerei in Braunschweig ist. Beziehungsweise, dass das inzwischen halt von der Oettinger kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob es früher eine eigene Firma war, das weiß ich nicht, aber heutzutage kommt es aus dem Oettinger Werk, kann man sagen. Und ob das jetzt das Oettinger Pilz ist, in der Dose nur abgefüllt, könnte man ja im Direktvergleich rausschmecken. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, ob es vielleicht einfach nur das Pilz aber ein bisschen verdünnt ist oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Tatsache ist, im Endeffekt ist es wahrscheinlich kein großer Unterschied. Vermutlich ist es einfach das Oettinger Pilz. Interessanterweise, wir hatten ja am allerersten Tag das Dominikanerpilz. Auch das kam aus der gleichen Firma. Hier stand die gleiche Adresse drauf, soweit ich weiß. Sprich, auch das war wahrscheinlich ein Oettinger Pilz. Und im Endeffekt haben wir jetzt zweimal im Adventskalender vermutlich das gleiche Bier. Ich denke, dass sie da nur das Gebinde wechseln werden, und nicht die Sorte an sich. Was bedeutet, ja, wir hatten zweimal das gleiche Bier. Wenn jetzt noch ein Oettinger Pilz irgendwann rauskommt, hat man es dreimal. Auch schön. Gucken wir es uns an. Also, meine lieben Freunde, wie gesagt, der Name ist Programm. 5,0 heißt selbstverständlich, weil es auch 5,0 Volumenprozent Alkohol hat. Ich denke, die Dose ist fast jedem bekannt, und ich gehe davon aus, dass auch eigentlich fast jeder das Bier hier kennen wird. Aber nichtsdestotrotz, wir probieren es mal. Vermutlich könnt ihr euch auch einfach den 1. Dezember anschauen, weil ich gehe mal davon aus, dass die Rezension ähnlich ausfallen wird. So, was wir sehen, ist ein glanzfein filtriertes, intensiv goldgelbes Bier mit mittelkräftiger, ja, grobporiger Schaumkrone, die sich jetzt nicht lange halten wird. Sieht ein bisschen apfelsaftmäßig aus immer. Sehr große Blasen, leicht flüssig. Und wie gesagt, je länger ich jetzt rede, desto mehr fällt die ein. Ihr seht wirklich, wie schnell das geht. Kohlensäure sieht gut aus, Bier sieht schön aus, Farbe sieht gut aus. Riechen wir mal rein. Ich bin erstmal überrascht. Oh, ich bin tatsächlich aus dem Glas, muss ich auch sagen, habe ich das noch nie getrunken. Also ich kenne es auch nur direkt aus der Dose, muss ich jetzt gestehen. Aber ich bin jetzt wirklich mal erstmal überrascht. Zuerst mal fehlt diese, fehlen diese pappigen Oxidationseindrücke durch den Pasteur. Das war ja im ersten ganz schlimm. Und hier muss ich sagen, das riecht richtig schön, klar, rein bierig. Hopfig, eine ganz leichte Metalligkeit. Bisschen alkoholisch. Aber lecker, also wirklich wie ein Pilz riechen muss.
frisch. Wirklich gut. Also geruchlich, optisch, na gut, bis auf den Schaum, eigentlich bisher mal ein Vorzeigebier. Aber wie gesagt, Schaum ist ein Mythos. Ist leider so. Geschmacklich sind die Oxidationseindrücke wieder da. Bisschen trocken, bisschen pappig. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, es schmeckt nicht identisch wie das Dominikaner. Ich kann mich jetzt wirklich stark irren. Manchmal ist es tagesformabhängig. Das ist jetzt auch deutlich kälter, als das Dominikaner war. Ihr seht, ich stehe draußen. Es liegt auch leicht Schnee. Das verändert natürlich auch den Geschmackseindruck ein bisschen. Aber ich finde, es schmeckt, wie gesagt, reiner, klarer, bieriger. Es ist herber im Abgang, habe ich das Gefühl. Es ist ein bisschen, kleines bisschen bitterer als das Dominikaner. Eine leichte metallische Note vom Hopfen kommt auch durch. Und trotzdem ist es noch relativ vollmundig für den Pilz. Es ist immer noch malzig. Immer noch. Also klar, ein schlankes Bier und vielleicht wirklich das, was es sein soll. Ein Bier für zwischendurch, für den Weg aus der Dose. Günstig und trotzdem nicht schlecht. Also ich bin positiv beeindruckt tatsächlich. Ich habe es schlechter in Erinnerung. Nee, kann ich nichts sagen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das Bier vermutlich das normale Oettinger Pilz ist. Und wenn dann das Domi dann, und wenn das dann das Dominikanerpilz die verdünnte Version davon sein wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Dominikaner keine 5,0 Volumenprozent hat. Das wäre quasi schon mal ein Indiz. Das hat, glaube ich, weniger gehabt. Und das schmeckt aber auch ein bisschen kräftiger, ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen bieriger, ein bisschen ist mehr dahinter. Und das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich gut. Wie gesagt, es ist natürlich Hopfenextrakt drin. Ne? Ja, klar, Hopfenextrakt. Aber ja, die Hopfigkeit kommt gut durch. Und gutes Bier. Wie gesagt, es ist eh das Festivalbier Nonplusultra. Und das darf es auch sein. Also dafür hat es jegliche Daseinsberechtigung. Das also wirklich. Und jemand, der das einfach gerne auch mal so trinkt, das ist ein gutes Fernsehbier. Das ist, kann man nichts sagen. Kann man wirklich nichts sagen. Ich weiß, dass es nicht so gut altert. Die Dosen schmecken, wenn sie eine Weile rumgestanden sind, irgendwann nicht mehr so original, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ganz ehrlich, top. Ist jetzt vielleicht nicht das Vorzeigepilz für den Pilzkonnoisseur, aber es ist auf jeden Fall ein Vorzeigebier und macht mehr richtig als viele andere Biere auf dem Markt, sage ich mal so ganz direkt. Ist halt das, was es ist. Das, was draufsteht, ist Programm. Gebraut für den Genuss und den Durst. So einfach, so lecker. Bier und gut. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Wie gesagt, alles, was man wissen muss, steht auf der Dose. Ganz ehrlich. Kriegt von mir einen kleinen Sympathiebonus, muss ich sagen. Und du. Solide 7,5. Ja. Abzüge in der B-Note. Optisch ist es nicht so der Renner. Und das ist gut. Also das ist, kann man nichts sagen. Leute, Oettinger macht keine schlechten Biere. Auch Billigbiere oder als Pennerbiere verschriebene Biere können was. Das ist alles nicht so dramatisch, wie man es immer sieht. Und wenn man das in einem Glas hinstellt, ja, da denke ich, dass es auch jeder trinken wird. Also, Leute, lasst euch nicht verunsichern. Kauft, was euch schmeckt. In diesem Sinne, bis morgen zum 12. Dezember. Mal schauen, mit was uns der überrascht. Vielleicht kriegen wir ausnahmsweise einen Oettinger Pilz. Oder was vom Eichbaum. Kann ja auch sein. Also,
Zum Wohl, Freunde.